Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Berger, das, was Sie eben zum Thema Transparenz in der Forschung gesagt haben, ist genauso von vorgestern wie das Hochschulgesetz von 2006. Wie Sie vielleicht auch schon mitbekommen haben, hat ja inzwischen auch der Evonik-Vorstand wie auch die Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen, mit denen ich gestern noch gesprochen habe, der geplanten Regelung im Gesetz zugestimmt, weil sie ausgewogen ist. Hier ist, glaube ich, die Balance zwischen der Transparenzpflicht einerseits und den schutzwürdigen Interessen der Wirtschaft andererseits gefunden worden, und das ist auch richtig so. Und im Übrigen, auch beim Tierschutz gibt es viel Beifall, zum Beispiel bei den Tierschutzverbänden, aber auch bei der Bayer Pharma, um einmal auch die gegensätzlichen Parteien zu nennen. Worum geht es heute bei der Novellierung des Hochschulgesetzes? Es geht um eine bessere Landesplanung, eine Austarierung der Zuständigkeiten von Senat und Hochschulrat, um mehr Transparenz, um Partizipation und Gleichstellung. Und dabei orientieren wir uns als rot-grüne Koalition an der Vorstellung von Hochschulen, die autonom sind, aber in besonderer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Staat stehen. Und das von Ihnen, Herr Berger, 2006 auf den Weg gebrachte Hochschulfreiheitsgesetz hatte offensichtlich eine andere Vision, nämlich die der Privatisierung von Hochschulbildung, was ja insbesondere deutlich wurde, als der damalige Wissenschaftsminister zeitgleich mit den Studiengebühren um die Ecke kam. Und ich sage Ihnen, Herr Berger, niemand hat etwas dagegen, dass Fachhochschulen und Universitäten auch unternehmerisch tätig sein können oder Drittmittel einwerben. Aber im Kern sind Hochschulen eben keine Unternehmen. Sie stellen keine Produkte her und sie verkaufen sie auch nicht. Sie sind vielmehr Wissenschaftseinrichtungen, bei denen die Freiheit von Forschung und Lehre im Mittelpunkt steht. Und jetzt kann man in Bezug auf das Leitbild von Hochschule ja unterschiedlicher Meinung sein und das ideologisch rauf und runter diskutieren. Aber wenn Sie sich die Rechtsprechung zu den Hochschulgesetzen in anderen Bundesländern, wenn Sie die ansehen, dann werden Sie erkennen, dass das bisherige Steuerungsmodell im Hochschulfreiheitsgesetz in entscheidenden Fragen auch rechtlich bedenklich ist. Es gibt Änderungsbedarf, unter anderem bei der Rektoratswahl und der Beteiligung des Senats bei grundlegenden Angelegenheiten der Hochschule, und das sieht der vorliegende Entwurf in diesen Punkten vor. Ein echter Webfehler war es auch, die Hochschulen rechtlich zu verselbstständigen und dabei zu vergessen, dass man für eine solch große Landschaft auch einen Masterplan braucht. Denn es ist doch klar, dass Hochschulen, die sich in einem Wettbewerb untereinander befinden, kaum in der Lage sind, die landesweite Gesamtentwicklung im Blick zu halten und sich entsprechend untereinander abzustimmen. Als neues Steuerungselement ist daher ein Landeshochschulentwicklungsplan vorgesehen, der dem Parlament Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Hochschulpolitik eröffnet, indem er die grundsätzlichen strukturellen Leitlinien für die Weiterentwicklung des Gesamtprofils der 37 nordrhein-westfälischen Hochschulen in den Blick nimmt. Ja, dann lesen Sie mal das Gesetz genau. Dann nehmen Sie, Sie haben es eben nicht verstanden. Da werden wir uns im Ausschuss auch noch mal im Detail darüber unterhalten. Wer diese Eckpunkte nämlich beschließt, ist das Parlament. So. Oh ja. Vielleicht lesen Sie auch noch mal den Begründungsteil, wenn Ihnen das dann leichter fällt, das zu verstehen. So. Sicherung der Fächervielfalt, Profilierung, Festlegung der Kapazitäten von Universitäten und Fachhochschulen oder qualitative Dimensionen des Arbeitsmarktes, um diese Themen geht es. Und es ist ja vollkommener Unsinn, wenn Sie in diesem Zusammenhang immer von Detailsteuerung oder ministerieller Steuerungswut sprechen, Herr Berger. Hier geht es vielmehr um eine Stärkung der Hochschulen durch den Gesetzgeber. Sie sichert den Hochschulen in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte, und Sie wissen alle, dass das der Hintergrund auch ist, eine breite Legitimationsbasis. Und wenn wir die Umsetzung, das war ja das andere Thema, was Sie angesprochen haben, Herr Berger, der Bologna-Prozess, wenn wir das uns angucken auf der Grundlage der KMK-Strukturvorgaben und der Lissabon-Konvention, wenn wir das an entscheidenden Punkten regeln wollen, dann tun wir das auch aus Verantwortung für unsere Studierenden. Und gerade die jüngsten Debatten über G8 oder G9 an den Schulen sowie über Arbeitsbelastung, Stoffhülle und Prüfungsdichte in den Bachelor- und Masterstudiengängen, die zeigen doch, dass es an der Zeit ist, sich über die Kultur des Lehrens und Lernens an unseren Bildungseinrichtungen ernsthafte Gedanken zu machen. Wie geht man mit dem Thema der Anwesenheitspflicht verantwortlich um? Und wie kann es gelingen, in den modularisierten Studiengängen Raum zu schaffen für mehr Flexibilität,
forschendes Lernen und Zeit für die Reflexion des Gelernten. Wenn Sie hier von Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit sprechen, dann ist das geradezu zynisch, Herr Berger. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir neben Baden-Württemberg, die waren ja jetzt ein kleines bisschen schneller mit der Einbringung des Gesetzentwurfs, die Ersten sind, die eine flexible Frauenquote für Professuren gesetzlich verankern. Frauen sind in Wissenschaft und Forschung nach wie vor unterrepräsentiert. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen bei der Gleichstellung sind wir an den Hochschulen nur im Schneckentempo vorangekommen. Und das hat uns der Bericht des Netzwerks Frauenforschung im Ausschuss noch einmal sehr eindrücklich vor Augen geführt, den wir uns angehört haben in der letzten Sitzung. Durch die Einführung verbindlicher Quotenregelungen auf der Leitungsebene und das Kaskadenmodell sorgen wir für mehr Geschlechtergerechtigkeit an unseren Hochschulen. Auch das Thema gute Arbeit, die Ministerin hat es eben angesprochen, für unsere Beschäftigten wird seit der Verselbstständigung der Hochschulen immer drängender. Der im Gesetzentwurf vorgesehene Rahmenkodex soll gleichwertige Arbeitsbedingungen für das wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Personal im Wege eines bindenden öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen den Hochschulen, den Landespersonalrätekonferenzen und dem Ministerium landesweit sicherstellen. Ziel ist unter anderem eine nachhaltige Personalentwicklung und die Verhinderung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, wie wir zurzeit in ganz Deutschland vorfinden. Und wer vor diesem Hintergrund immer noch von Einschränkung der Autonomie spricht, lässt wesentliche Statusgruppen an unseren Hochschulen eiskalt außen vor. Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung in Bezug auf eine gute Lehre, nachhaltige Forschung, Gleichstellung und faire Arbeitsverhältnisse hat mit der Einschränkung von Autonomie oder gar Wissenschaftsfreiheit nicht im geringsten etwas zu tun. Verglichen mit allen anderen Bundesländern haben wir, was die Eigenverantwortung unserer Hochschulen angeht, nach wie vor das freiheitlichste Hochschulgesetz in der Bundesrepublik. In Berlin sitzt das Ministerium mit im Hochschulrat. In Bayern ist die Berufung von Professorinnen und Professoren originäres Recht des Ministeriums. In 15 Bundesländern sind die Hochschulen noch nachgeordnete Landeseinrichtungen, die der unmittelbaren Weisung des Ministeriums unterstehen. Das ist die Wirklichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP. Insofern hoffe ich, dass Sie künftig etwas maßvoller mit Begriffen wie Entmündigung oder Steuerungswut umgehen, freuen uns aber auf die Diskussion in der kommenden Anhörung und sind gleichermaßen offen für alle vernünftigen und sachgerechten Änderungs- und Verbesserungsvorschläge. Kein Gesetz verlässt den Landtag, so wie es hineingekommen ist. Ja, gerne. Ja, dann bauen wir die da noch ganz schnell ein. Bitte schön, Herr Berger. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Da Sie ja jetzt die Freiheit betont haben, wie stehen Sie denn jetzt zu dem Instrument Rahmenvorgaben? Wir haben ja jetzt, lieber Kollege, noch eine große Anhörung vor uns, wo wir über das Thema Rahmenvorgaben ausführlich diskutieren können. Und ich denke, dass wir am Ende zu einer guten Lösung kommen, dass wir gegebenenfalls auch unseren Einfluss als Parlament in Bezug auf diese Rahmenvorgaben haben. Und ich bin da guter Hoffnung, dass wir dazu dann auch einem positiven Ende kommen. Danke. Ja. Herzlichen Dank, Frau Dr. Seidel.